Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den besten Menschen der Welt. Einfach, ich sag's wie es ist, Freunde, ich freue mich sehr drauf. Wir geben uns heute einen der letzten drei San Diego bzw. SpongeBob-Tracks, sagen wir, der letzten SpongeBob-Tracks von diesem Album. Und dann haben wir noch natürlich die Patrick Bang EP und beziehungsweise Pet Smoke, ich sage immer Patrick Bang, aber die Pet Smoke EP. Und dann haben wir noch die Mavi EP, freue mich auf alles noch sehr. Heute haben wir gegen uns, das ist der Track, den ich so am wenigsten gelesen habe in den Kommentaren. Alle haben so gesagt, echte schwarze SUVs, Rasengan, No Cooperación con la Policía 2, all diese Tracks wurden so oft genannt. Gegen uns, sehr selten, irgendwie kaum gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob der schlecht ist, aber whatever, oder ob der einfach nicht so interesting für euch ist, vielleicht für eine Reaction, oder vielleicht nicht so raussticht. Ich bin aber gespannt. Wir geben uns jetzt, einige haben sich gewünscht, eine JBM-Playlist zu machen. JBM, ja wahrscheinlich. YBM, Yellow Bamme, zwar Playlist zu machen. Kann ich gerne machen. Wir haben bis jetzt aber jeden Song angehört, in der richtigen Reihenfolge, bis auf die Singles. Die gab es natürlich vorher schon als Reaction. Da ist, glaube ich, aber ACAB3 gesperrt worden. Oh, deswegen haben einige gefragt. Okay, ich glaube, ACAB3 ist gesperrt worden, kriege ich aber auch nicht mehr online so wirklich. Ich kann sonst Handy nochmal anhauen, aber die habt eigentlich, haben die meisten eh schon gesehen und, ja, aber das ist das Einzige, true, die wurde gesperrt. Aber ansonsten war es das, glaube ich, mit den wichtigen Informationen. Wenn es eine Playlist geben sollte, ist die jetzt schon in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich es vergessen, sorry. Ich bin aber sehr gespannt, wir hören rein jetzt bei Gegen uns. Ich freue mich drauf, let's go. Sehr mysteriöser Vibe, würde ich sagen. Auf den Straßen liegt ein Nebeldunst. Feinde sinken auf den Meeresgrund. Leichte Mädchen, schwere Jungs. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Oh, okay, also die Hook gefällt mir, Mann. Die Hook gefällt mir. Die Hook hat was, finde ich. Die Hook hat was. Leichte Mädchen, schwere Jungs, fand ich lustig. Nee, aber die hat, das ist ein geiler Atmo in der Hook bis jetzt. Jagdinstinkt und Überlebenskunst. Polizei, Sirene, Schädel brummt. Mach dich im Café zum Hund. Wenn nicht mit uns, ist es gegen uns. Cruise im Benz, Gesicht vermummt, so wie bei Mumien. Hooligans, Gang geladen wie mein DualSense. Shuriken, Feinde werden in ihrem Blut ertränkt. Pisse in den Gucci-Pants, renn bevor du Kugeln fängst. Also ich finde, die Stimme ist noch hier ein bisschen mehr bei San Diego als bei SpongeBob wieder ein bisschen. Also auch im Vergleich zu No Cooperación con la Policía. Vom Feeling her zumindest. Aber ich mochte die Shuriken-Zeile sehr. Ich mag es allgemein immer. Also Shuriken ist jetzt an sich nicht direkt die Connection zu Naruto, aber schon bei Naruto auch. Ich finde es immer nice, diese Anime, diese Nerd-Zeilen bei ihm auch. Bei Apocalyptic Endgame wird vom Rotkreis-Schild, Rotschild, whatever, beschützt, wie Captain America. Ich mag solche Nerd-Zeilen immer sehr gerne bei ihm. Fließt in den Streets wie Regenwasser. Yo, da wo ich herkomm, bist du Dieb, kein Ehrenhafter. Ich dick Ecstasy-Pilz an dreckige Milfs in Beverly Hills. Und sie sind auf dem heftigen Film wie ein FSK-Schild. J. Joe Pax im Trunk, Plam Plam in der Replay-Jacket. Ich push. Ist ein FSK-Schild nicht auf allen Filmen drauf, auf allen DVDs? Also, es gibt auch welche ohne. Es ist ja, also es gibt ja die USK und die FSK. FSK ist freiwillige Selbstkontrolle und USK ist irgendwas anderes. Aber ist FSK nicht bei, auch bei FSK 6? Oder ist es dann USK? Ich glaube, es ist FSK. FSK gibt es ja auch 0, 6, 12, 16, 18. 0, 6, 12, ich glaube schon. Als der Manager von DJ Khaled. Gegen uns konnte Plam in der Replay-Jacket. Ich pushe mehr Weight als der Manager von DJ Khaled. Gegen uns konnte kein Contender was ausrichten. Nicht mal die stärksten Contender konnten da was ausrichten. Ich eliminier komplette Mafia-Dynastien und lass Blutlinien verschwinden wie ein Tatort-Cleaner-Team. Bunte. Oh, der Beat erinnert mich ganz leicht an gehobene Dichtkunst von Kolle. Aber auch, weil das einfach so ein sehr ruhiger, atmosphärischer Beat ist. Die sind sich gar nicht so ähnlich, glaube ich, aber es ist so einfach so sehr ruhig und atmosphärisch. Also von der Atmo her gefällt mir das sehr, aber ansonsten, der Track geht, glaube ich, schon unter neben den anderen so ein bisschen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Eliminier komplette Mafia-Dynastien und lass Blutlinien verschwinden wie ein Tatort-Cleaner-Team. Bunte Scheine für... Und lass Blutlinien verschwinden wie ein Tatort-Cleaner-Team. Auch gute Zeit. Die Schmerzen für die Straße Kokain, Bro, denn wir sehen alles grau, so wie mit Achromatopsie. Ist, I guess, eine Krankheit. Oder gibt es nicht grauer Storch? Grau, wie heißt denn das? Grau? Gibt es nicht so einen grauen, wie heißt denn das? Graustorch? Oder ist es blau? Ist es so blau? Also es gibt Gelbsucht und es ist grau, grauer Storch, grauer Stich, irgendwie sowas, dachte ich, ist eine Krankheit. Aber wahrscheinlich ist es eine Krankheit, wo man dann
schwarz-weiß sieht, grau sieht. Herzen für die Straße, Kokain, Bro, denn wir sehen alles grau, so wie mit Achromatopsie. Auf den Straßen liegt ein Nebeldunst, Feinde sinken auf den Meeresgrund. Leichte Mädchen, schwere Jungs, wenn nicht mit uns, ist es gegen uns. Also die Hook gefällt mir sehr, das ist schon Atmo, ist so dieses sehr atmosphärische, ruhige, mysteriöse, was mir gefällt. Jagdinstinkt und Überlebenskunst, Polizeisirene, Schädel brummt. Macht sich im Café zum Hund, wenn nicht mit uns, ist es gegen uns. Mich interessiert nur Crypto, Wallet, fick deine Hip-Hop-Knowledge. Die dicke Dinger wie der Videomann von Christopher Wallace, Blut am Butterfly. Ich weiß nicht, wer Christopher Wallace ist, aber I guess er ist dick. Der Einstieg in den zweiten Part gefällt mir auf jeden Fall besser. Der ist auch so ein bisschen schneller jetzt. Papa Knowledge, dreh dicke Dinger wie der Videomann von Christopher Wallace. Blut am Butterfly, ruf die Polizei. Sonst wirst du zum Hund gemacht wie Snoop in Doggy Style. Nur wen interessiert es denn, was für einen Fashion-Blog du liest? Wenn ich in deine Hood mit meiner Bande komm und dich an Magnum-Shot durchsieb. Oder du paar Bullets aus meiner Gästen-Glock receives. Rap-Shit offensiv, heavy on the streets. In meinem Chevy Drop-Top G. Also der zweite Part gefällt mir auf jeden Fall besser so. Das ist so ein bisschen mehr Flow-Variation, ein bisschen mehr die Geschwindigkeit, die ich fühle. Können den Ghetto-Blocks-Profit. Spotchet der Killer, der niemals eine Action-Rolle spielt. Necklace kostet viel, Hunde sind Rolle wie Magic Johnsons Team. Ich hör keine Travis-Scott-Musik. In den Tennis-Socken-Speed, immer practice what you preach. Ausgerüstet wie Geheimagent, ich überfahre deine Gänge Maybach 6. Und zwar im Rückwärtsgang wie Michael Jackson. Bereit für Action, schneiden, stecken. Ey, irgendwie ist das zweite Part schon mehr dieses SpongeBob-Feeling, finde ich. Der erste war halt sehr, sehr ruhig, atmosphärisch aufbauend so, was auch nice sein kann, aber das passt manchmal, finde ich, nicht so oder passte nicht zu dem, was ich erwartet habe jetzt bei der SpongeBob-EP. Zweite Part auf jeden Fall nice. Ich kann niemals Seiten wechseln, denn das Business ist ein Haifischbecken. Auf den Straßen liegt ein Nebeldunst, Feinde sinken auf den Meeresgrund. Hook gefällt mir aber sehr. Leichte Mädchen, schwere Jungs, wenn nicht mit uns, ist es gegen uns. Leichte Mädchen, schwere Jungs, also ist Sunny selber nicht Teil dieser Crew, würde ich mal sagen. Passt nicht ins Raster dann. Jagdinstinkt und Überlebenskunst, Polizeisirene, Schädel brummt. Macht dich im Café zum Hund, wenn nicht mit uns, ist es gegen uns. Aber sehr atmosphärisch, sehr mysteriös. Boah, das Gewitter am Ende jetzt, das hat schon was, das hat was. Ey, das wäre jetzt Gänsehaut, würde dieses Song eine Transition sein zu dem Julians Block Intro. Ne, diesen Aber nice. Am Ende nochmal die Audiospur ganz runtergedreht. Okay, da kann man auch einen Song wetten, ey. Okay, also. ich kann verstehen, dass der Song aber wenig genannt wurde, auch weil der so vielleicht so ein bisschen untergeht. Das ist jetzt nicht dieser abnormale SpongeBob-Track, wo alles weggefickt und weggeflext wird. Sehr atmosphärisch hat mir gefallen. Der erste Part war ein bisschen langsam, nicht so ganz mein Geschmack. Hook hat mir sehr zugesagt. Zweite Part war nice, aber war halt auf jeden Fall was ruhigeres, entspanntes, atmosphärisches, ja. Aber auch hier wieder nice, dass wir in der EP nicht 3 Songs, 4 Songs, 5 Songs haben, die sich alle gleich anhören, sondern auch hier ein bisschen Diversity drin haben. Ja, gut, ansonsten freue ich mich sehr auf morgen. Morgen gibt es Rasengan. Rasengan und dann noch schwarze SUVs. Ich werde morgen bei Rasengan, ich werde es nochmal am Anfang sagen, ich werde nicht so viel checken. Ich habe nicht so viel Naruto geguckt, das tut mir leid. Aber gut, ich freue mich drauf. Checkt auf jeden Fall die Yellow Bamitsuwa Playlist von mir in der Beschreibung. Da sind alle Reactions drin. In der richtigen Reihenfolge. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh und gut aussehend und ciao.